Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Heute bauen wir mal wieder etwas von Mickey Mouse und zwar Donald Ducks Häuschen aus der Comicreihe. Da hat mir das irgendwie am besten gefallen. Und damit Donald Duck nicht hier gleich wieder rumbeckert, dass wir sein Häuschen noch nicht angefangen haben zu bauen, schnappen wir uns ein paar Blöcke und dann geht's schon los. Für den Start holen wir uns erstmal Birkenholzbretter raus, davon nochmal abgezogenes Birkenholz, da wo natürlich kein Jahresring zu sehen ist. Denn roter Beton, abgezogenen Fichtenholzstamm, denn Fichtenholzstufen, Treppen. Ja, dann benutzen wir wieder mal ein paar Glasblöcke, bei mir ist es jetzt türkises Glas. Dann hole ich mir noch Magenta Keramik einmal raus und braune Keramik. Es geht ja erstmal los, wie immer, mit dem Grundriss. Dafür nehmen wir unser abgezogenes Birkenholz raus und die setzen wir gleich auf eine Höhe von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke. So, dann nehmen wir Birkenholzblöcke raus, zur Seite einmal 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke. Dann lasst ihr 4 Blöcke Platz und wieder 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke. Wieder unser Birkenholz und wir wissen ja schon die Höhe, insgesamt 7 Blöcke werden das werden. So, die Bretter ziehe ich nachhinein noch hinterher. So, jetzt geht's auf die Rückseite. Da setze ich mir jetzt hier 2 Blöcke einmal hin. So, jetzt fliege ich einfach mal auf die andere Seite, weil ich habe jetzt keine Lust zu zählen. So, jetzt ziehen wir erstmal hier eine gerade Reihe lang. Und zwar von der Länge von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Blöcke. So, dann kommt wieder unser Birkenholzstamm hin. Den ziehe ich gleich schon mal in die Höhe. So, dann auf der Rückseite einmal gerade lang ziehen. So, bis wir natürlich hier wieder auf die Vorderseite ankommen. Hier wieder einmal unseren Birkenholzblock einmal in die Ecke und auch hier wieder 2 Blöcke. So, die mittlere Front hier, die lassen wir erstmal so frei, wie sie ist. Ich ziehe jetzt erstmal meine Holzblöcke hier erstmal hinterher hoch. Wir fliegen dann einmal auf die Vorderseite. Hier, wo ja später unsere Haustür hinkommt, lassen wir unten einfach mal 1, 2, 3, 4 Blöcke Platz. Die restlichen 3 Blöcke, die wir hier haben, die könnt ihr einfach mal mit oben hier verbinden. So, dann gucken wir mal Vorder- und Rückseite uns an. Und zwar jetzt hier ziehen wir schon mal das Ganze so ein bisschen zurecht für unser Dach. Und bei Donald Ducks Häuschen ist es ganz einfach, indem wir hier einfach unsere Pyramide draufsetzen. Also schönes Pyramidendach, so wie wir das kennen. Ganz oben sollten wir natürlich eine Zweiermitte haben. Und was wir wie immer auf der Vorderseite machen, machen wir dann auch nochmal auf der Rückseite. Auch hier wieder gleich an der Seite einmal anfangen, immer einen Block freilassen. Und dann zieht ihr euch das hier ganz in Ruhe nach oben weg. Wenn ihr oben angekommen seid, ist wieder die Frage, wie bauen wir weiter? Natürlich nehmen wir jetzt unseren roten Beton und setzen hier einmal unser Dach auf. Und weil es ein Pyramidendach ist, muss ich glaube ich nicht allzu viel erklären. Einfach jetzt so, wie das Dach hier uns das vorgibt, setzen wir unser Dach hier auch einmal drauf. Wenn wir unser Dach soweit fertig haben, so stehe ich wieder einmal auf der Vorderseite und fliege jetzt hier einfach mal auf die Seite, wo wir natürlich das hier unten noch so offen haben. Gleich die zweite Dachreihe hier. Da gucken wir mal von der Seite. Und zwar zählen wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke. Ab den 7. hier einmal ein bisschen was weghauen. Und an der Seite sollten wir auch nochmal 6 haben. Also zählen wir nochmal hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 7. hier einmal weghauen. So, hier können wir jetzt einfach mal so ein schönes Pyramidendach hier uns einmal nochmal raufziehen. Alle Blöcke, die dazwischen sind, die haut ihr nochmal hier einmal weg. So. Dann setze ich mir nochmal eine Birkenblockreihe hier unten einmal hin. Und zwar möchte ich mir hier natürlich wieder ein weiteres Fenster schon mal platzieren. So, an den Seiten Holzblöcke hin. Oben in der Mitte setze ich mir auch nochmal einen Holzblock hin. Und ansonsten nehme ich mir jetzt meine Fichtenholztreppen hier einmal an die Seite, in der Mitte eine Stufe hin und unten auch nochmal Stufen. Das Dach hier können wir noch einmal denn überstehen lassen. So, und dann ist das erste Fenster schon mal gesetzt. Das soll natürlich jetzt nicht so bleiben, dass wir jetzt nur eins haben. Jetzt fangen wir mal gleich mal auf der Vorderseite an. Da setzen wir auch gleich mal die Tür rein. Dann sieht das schon mal ein bisschen schöner aus. So, an den Seiten einmal unsere Baumstämme hin. Die Tür besteht aus brauner Keramik, die wir uns hier einmal platzieren möchten. Und oben setze ich mir nochmal eine Fichtenholzstufenreihe hin. So, gleich daneben weg. Da schlagen wir einfach mal so ein 3x3 Fenster einmal rein. Die Stufen, wie immer, unten und oben einmal platzieren. Andere Seite synchron einmal hinterher. Über unserer Tür lasst ihr einfach mal 2 Blöcke Platz. Dann schlagen wir hier ein 3x4 Fenster einmal rein. Hier setzen wir wieder an der Seite einmal unsere Baumstämme hin und unten wie oben nochmal ein paar Stufen. So, nochmal eine Blockreihe Platz lassen und dann setzen wir so ein kleines rundes Fenster rein. Ja, in Minecraft runde Fenster zu platzieren, das ist immer, sag ich mal, was Besonderes. Gut, es sieht zwar nicht sehr rund aus, aber wir deuten es einfach mal mit den Treppen so ein bisschen an. So, Vorderseite ist fertig. Jetzt kommen wir mal auf die Seite.
Hier mache ich mir wieder 3x3 Fenster rein. Ich lasse mir jetzt einfach mal von der Seite her gesehen so 3 Blöcke Platz. So, andere Seite synchron hinterherziehen. Auch hier 3 Blöcke an der Seite freilassen. 3x3 Fenster rein. So, die Stufen platzieren wir uns natürlich auch hier wieder einmal. Und dann geht's schon auf die Rückseite. Ja, hier könnt ihr euch machen, wie ihr wollt. Bei Donald Duck ist das nicht wirklich vorgegeben. Ich werde mir jetzt hier wieder an der Seite einfach so ein 3x3 Fenster reinhauen. So wie ich das gerade schon auf der anderen Seite gemacht habe. Auch hier wieder 3x3 Fenster rein. So, die Stufen wollen wir uns natürlich auch hier wieder einmal platzieren. Und gleich darüber mache ich mir auch nochmal die Fenster. Jetzt muss ich nochmal kurz schauen, was hatten wir da für einen Abstand. 2 Blöcke war das ja. So, auch hier von den Fenstern können wir uns richten. 1, 2 und dann hier setzen wir wieder dieses 4x3 Fenster rein. Ach, guck mal, wir haben auch hier unten perfekt so eine Viererfläche. Das heißt, ihr könnt ja einfach so gucken, ob das auch passt. Wenn es der Fall ist, Baumstämme an die Seite hin, die Stufen hier wieder einmal verteilen. Und über diesem Fenster kommt wieder unser kleines Fenster hin. Schlagen wir auch hier wieder einmal frei und setzen unsere Treppen rein. Sehr schön. So, jetzt kommen wir gleich mal zu unserem Glas. So, das Glas könnt ihr wieder einmal hinter euren Fenstern gleich einmal ran platzieren. Wenn ihr eure Fenster so weit fertig habt, fliegen wir natürlich jetzt auf die Seite, die noch offen ist. Das wollen wir jetzt natürlich ändern. Einmal Magenta Keramik zur Hand. Und gleich hier zur Seite weg setzen wir zweimal unsere Keramik hin. 2 Blöcke freilassen, einen hin und einmal abbiegen, so nach hinten weg. So, jetzt lassen wir 5 Blöcke einmal Platz, setzen wieder 2 Blöcke hin und einmal bitte hier zum Haus ziehen. Sollte auch perfekt an der Kante aufgehen. So, jetzt können wir die Keramik schon mal auf eine Höhe von insgesamt 4 Blöcke hier einmal ziehen. Ups, natürlich übereinander. So, 4 Blöcke hier und auf der anderen Seite einmal hinterher. Ja, die vierte Reihe ist auch an sich unsere letzte Reihe so hergesehen. Das heißt, wir können hier einmal bei der Tür das oben zuziehen. Und bei unserer Garage, dass das ja werden soll, ziehen wir auch hier einmal oben das zu. Wir haben ja, sage ich mal, schon die Blöcke dafür. Ich setze schon gleich einmal die Tür wieder rein. Also braune Keramik ist auch hier wieder Bestandteil der Tür. Stufen oben hin, wunderbar. So, meine Keramik, also meine Magenta-Keramik nehme ich nochmal. Setze jetzt an der Seite einmal 4 Blöcke rauf und dann nochmal 2 Blöcke hier zur Hausseite. Ja, man könnte es so anders erklären, theoretisch zieht das eigentlich erstmal eine Reihe rauf, dass wir vorne einen Block Platz haben, dann hast du hier nochmal 2 Blöcke Platz. Ne? So, zack, wunderbar. Okay, wenn wir das soweit haben, muss ich noch selber mal kurz mal sehen, ob wir jetzt die Blöcke hier alle einmal wegtun können. Aber ich glaube, damit sind wir jetzt eigentlich durch. Na gut, zu guter Letzt, um das Häuschen abzuschießen, holen wir uns Birkenscheiter einmal raus, Steinziegelmauern, glatte Sandsteintreppen und Stufen und dann Steinblöcke-Treppen wie Stufen. Ich verbaue jetzt erstmal meine Knöpfe und zwar die Knöpfe sind nur dafür gedacht, um einen Türknauf darzustellen. Bei der Haustür vorne könnt ihr auch gerne gleich schon mal hier vorne noch so eine Matte auslegen mit Steinstufen. Einmal vorne hin, fertig. So, jetzt gehen wir einmal zu unserer Garage. Hier haben wir auch eine Tür, das heißt hier setzen wir wieder den Knopf einmal hin. Gehen dann hier auf die Seite. Wir brauchen natürlich noch ein Garagentor und da nehmen wir jetzt einfach Mauern. So, die setze ich mir einfach hier einfach rein, so bis oben hin. Und nach dem Tor kommt gleich einmal drauf das Dach. So, nehmt eure Treppen und zwar immer hier beim Übergang. Setzen wir natürlich die Treppe einmal rauf. Oh, schickele. Und auch gleich überstehen lassen, Freunde. Wir lassen sie auch gleich einmal überstehen. So, jetzt kommen unsere Stufen zum Einsatz. Die setzen wir natürlich hier oben drauf auch einmal hin. Und das Dach wollen wir hier, weil wir wieder mit Treppen bauen, verstärken. Also auch darunter gleich wieder hier ein paar Stufen hin. Obwohl, man könnte auch hier an der Treppe eine Treppe ransetzen. Das sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Das kann man ruhig machen. So, hier hinten an der Treppe natürlich umgedreht die Treppe ran. Stufen dann hier noch einmal rauf. Zack, 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 zack. So, eine Seite wechselt das hier auch nochmal aus. Treppe dahin, Treppe dorthin. Und dann noch machen wir hier auch nochmal eine Stufe drunter. Das sieht gar nicht mehr so verkehrt aus. So, bei der Treppe hier vorne setze ich nochmal eine Stufe vorne einmal ran. Und dann haben wir das Dach damit hier auch fertig. Super. So, jetzt fehlt noch eine Sache. Und zwar fliegen wir jetzt bei unserem Häuschen auf die andere Seite, hier bei unserem Dach, wo noch gar nichts drauf ist. Und zwar möchte ich mir hier gerne einen Schornstein basteln. Dafür kommen jetzt unsere Steinblöcke zum Einsatz. Wir gucken jetzt einfach mal hier von der Seite des Hauses. Hier haben wir die perfekte Mitte vom Haus. Also wenn ihr euch die Fenster auch so gemacht habt. Und dann gehen wir jetzt hier einfach mal nach oben. Zack, ich markiere mir das einfach mal mit einem Block. Und jetzt gucke ich einfach mal hier ganz oben. So, ich würde mal sagen, den Schornstein mache ich mir auf eine 2er Breite. Eine 3er Dicke wäre ein bisschen zu doll. So, und ich gehe jetzt mit dem Schornstein einmal einen Block nach hinten hinterm Haus. Also, dass wir nicht mehr so genau Mitte sind, aber ich finde immer, den Schornstein sollte man so ein bisschen weiter hinten platzieren. So, jetzt setze ich mich hier einfach mal eine Dreierreihe hier einmal hin. So, dann gehe ich eine Treppenreihe runter, auch nochmal nach oben ziehen und dann hier die letzte Reihe, da setze ich einfach nur 2 Reihen hin von Blöcken.
darauf dann aber nochmal hier eine Treppenreihe. Ich habe mir jetzt nochmal einen Steinziegelblock rausgenommen, denn ihr könnt gerne euren Schornstein nochmal ein bisschen so mit diesen Blöcken versehen. So ein bisschen willkürlich, wie ihr wollt, setzt ihr euch die hier nochmal so ein bisschen rein. Na, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. So, und ganz oben drauf setze ich mir nochmal zwei Mauern hin und dann ist Donald Ducks Häuschen auch fertig. Wie immer könnt ihr es noch ein bisschen verfeinern, indem ihr natürlich eure Fenster verkleidet, sodass da keiner reingucken kann. Und natürlich könnt ihr euch auch noch so einen kleinen Garten hin und her zeigen. Ich habe mich ein bisschen bei den Comicbüchern nachgerichtet. Er hatte hier an der Seite meistens so eine kleine Hängematte bei den Bäumchen. Im hinteren Gartenteil sah man nicht wirklich viel. Hier habe ich einfach ein paar Bäumchen wie hier hingesetzt, Gräser. Man könnte natürlich auch noch ein paar Büsche sich hin platzieren. Das habe ich jetzt hier nicht gemacht, das kann ich ruhig einmal machen. So, dafür haben wir noch Zeit. Einfach so ein paar Blätter nehmen. Und die verteilt man sich hier auch wieder einfach ein bisschen willkürlich, wie man halt möchte. Naja, tobt euch da aus, wie ihr wollt. Wir sind wie immer am Ende des Videos jetzt angelangt. Donald Duck hat sein Häuschen. Du findest oben in der Infobox noch weitere tolle Videos oder abonniere den Kanal, dann bist du mal auf dem laufenden Stand und verpasst in Zukunft gar nichts mehr. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen, wünsche dir noch einen schönen Tag, bleib gesund, haut's rein und ciao.